das geht schon fast, ne? Steht zumindest zur Hälfte drauf auf der Kante. Ja, man könnte sich dran gewöhnen. Vor allem hätte man dann hier so diesen rundum kastigen Kantenlook. Und ja, jetzt könnte man hier den Boden noch anders, aber also auch hier so in diesem Stil. Vor allem, ah, genau, den könnten wir jetzt ja noch machen. Pflasterstein, ja. Weil jetzt sind es ja wirklich zwei separate Räume. Jetzt können wir das Karo-Muster auch besser durchziehen. Das ist noch vor 10 Minuten. So, alles Fetch. Wie lange regnet es denn hier jetzt wieder? So, bestimmt jede Kiste zweimal angeguckt, oder jeden Ofen, aber das ist ja auch Sicherheitsmaßnahme, ne? Das ja, dient ja auch unser aller Sicherheit. Achso, es ist Nacht und es regnet. Was für eine grauenvolle Kombination. Also gehen wir einfach mal hier rüber und legen uns ins Bettchen. Falls wir nicht jedes Mal daneben klicken würden, würde es auch schneller gehen. Und an dieser Stelle bleibt mir nur wieder zu erwähnen. Herzlich willkommen, dies ist ein Minecraft Let's Play. Und wenn man das, also jedes Wort für sich genommen, einzeln herausdrücken muss, passt auch die Artikulation, zumindest in den meisten Fällen. Nö. Das war jetzt schon fast. Naja. Wenn ihr das rausfindet, schreibt es in die Kommentare. Ich lese gerne Kommentare. Ich kriege ja nur 5 die Woche. Aber das war es auch eine gute Woche. Nein, schreibt es mal rein. Nö. So, jetzt so. Schreiben. Auf. So, absichern. Da ist eine Spinne. Das ist ein Schaf. Da. Evil. Evil Schaf. Evil Spinne. Und ja, der Mu hat die Subtaste entdeckt. Evil. Es sieht hier so episch aus, diese Schluchten. Es ist so geil. Und von da oben irgendwo spawnen die Creeper und fallen dir immer auf den Kopf. Hier oben in dieser Bergkette. So, wieder hoch. So, ich wollte ja auf der Ebene eigentlich weiterkommen, ne? Warte mal, machen wir das hier mal. Ebenen wir das mal ein, weil wir wollen ja hier oben drauf so ein Sidewalk-Zeug bauen. Oh, Sidewalks, stimmt auch nicht. Was ist das? Eine Galerie. Ich weigere mich zu glauben, dass es im Englischen ein Gallery ist. Aber bestimmt ist es das wieder in dem Fall. Es war so, wenn man so denkt, ja, das kann doch gar nicht in Englisch sein. So einfach kann das doch gar nicht sein. Zum Beispiel dachte ich bis vor kurzem, dass Hotel Group die Hotelkette wäre, weil es ja Group of Hotels und so. Aber it's probably Hotel Chain. Wie Chainsaw, die Kettensäge. Ne, ist doch schön, wenn man mal auch Dinge kennenlernt, die so passen, so ins eigene. Naja, Weltbild ist jetzt auch übertrieben, aber Verständniskonzept von Dingen. Ja, bis auf, dass ich mich jetzt hier schon wieder einbuddel. So. Verständniskonzept von Dingen. Auch ein schöner Ansatz. So. Da wir das hier jetzt rausführen wollen. Warte mal, dann hole ich hier erstmal den Stone ein bisschen raus. Mach das mit Dirt erstmal zu. Und dann kann ich den Dirt hier rausholen. Ach, ne, bis auf hier vorne. Wo die Galerie sein wird. Also bis quasi hier ist noch Dirt zu Hause. Und ab da übernimmt der kleine Bruder, der kleine Koble, immer so freundlich, grinst immer recht viel, der kleine Koble.
Ach ja. So, kleine Schwester von großer Bruder auf oder so. So, Galerie. Achso, Galerie erfordert Sand, aber erstmal kann ich das hier vorne noch wegnehmen. Das macht keinen Sinn. Das würde schon, aber da müssen wir uns daneben. Och, das würde echt ein Nerv, weil ich würde das am liebsten jetzt eigentlich. Ja, so machen. Sieht das von unten nicht ganz so wuchtig aus, sondern ist eher so wie ein Überhang, was es ja auch ist. Im Allgemeinen, und auch im Besonderen. So, so, so. Ja, und hier vorne wäre ein seichterer Übergang schöner. Ich weiß jetzt auch noch nicht. Wir machen hier genauso einen unseichten Übergang, damit es dann passt. Stein. Stein. So. Koble, Koble, Koble. Wie war es? Wir packen es hin, damit wir es gleich wieder rausreißen können. Ne? Das war auch meine Anmoderation an dieser Stelle auch wieder. Und selbst hier bei uns im kleinen Garten sollte ich damit recht behalten. Wie mache ich das denn hier am blödesten? Also ja, das ist hier der Ausgang, das ist die Galerie und von unten sieht es jetzt hier auch noch nicht so ganz verkehrt aus. Oder auch jetzt schon durch unseren manuellen Eingriff in die Klötzchenhaftigkeit des Seins. Aber den Berg um. Das ist immer das Erste, was man machen muss, ne? Wenn man irgendwo hier so ein neues Biom erobert, also so ein neues, so einen neuen Seed. Immer erstmal 100 Folgen lang terraformen und dann weiterziehen. Damit den Leuten nicht auffällt, dass man eigentlich in Minecraft nur spielt, um Terraforming. Warum mache ich das? Um Terraforming zu betreiben. Beschreiten, bewirfen, bewerfen. Ach mein Gott. Hört schon wieder auf. Geht schon wieder dem Ende zu entgegen. Ach, ihr merkt's. Ihr merkt's. Die Aufmerksamkeitsspanne ist hiermit vorbei. Und alle Äußerungen, die in den nächsten 5 bis 10 Minuten erfolgen, solltet ihr nicht so explizit Folge leisten, glauben oder sie auch nur für voll nehmen. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Also zumindest zu der Seite. So richtig schön und ja. Ne? Jetzt ist nur die Frage, was wir hier machen. Weil hier ist ja jetzt auch das Problem, dass wir eigentlich ja... Ja, genau. Hier so aus dem Berg heraus münden. Und okay, das wäre eine Maßnahme, um hier ordentlich aus dem Berg heraus zu münden. Nur noch mal hier so ein bisschen. Genau. Das können wir auch hier komplettieren bis zu diesem Punkt. So, und jetzt können wir das hier unten noch. Ja, und dann können wir hier so. Und dann können wir hier noch. Ach ne, wo war der? Kann weg. So, 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 so. So. Oh. Einmal dort alle. So. Ja, hier diese Steilwand. Gut, aber damit hätten wir hier so einen leichten Überhang und da würde unsere... Ja... Sache so rauskommt. Das Problem ist halt, wenn ich hier drauf wieder ein Dach baue, kann man nicht, aua, kann man nicht nach oben gucken. Das will ich ja eigentlich. Eigentlich müsste ich das jetzt hier von da bis darüber komplett verglasen, bis hier drüben wieder rein in den Berg. Bleiben wir jetzt eigentlich auf einer vernünftigen Höhe? Ja, geht hoch. Das heißt, wir könnten quasi, indem wir hier noch ein bisschen anbauen,
hier so. Nehmen wir einfach mal deklarieren, diese Fläche vorne deklarieren als zu umgehende, zu wieder einzu, wieder ein, einzureißende Fläche, in der wir einfach mal fluffigerweise den gegenüberliegenden Eingang platzieren werden. Ja, das kann weg. Und das hier kann auch noch weg. Also dieses Lied arbeitet auch sehr viel mit Pausen, ne? Hat immer ständig das Gefühl, als ob das Album so einfach mal vorbei wäre. Aber das ist es auch gleich. Mein Gott, wir sind schon in der letzten Folge. Oder kurz vor der letzten. Mann. Das ging wieder schnell. Ja, schneller als gedacht. War es vorbei mit der Planlosigkeit in Glötzchenform. Und ja, ich sag diesen Satz einfach viel zu gerne. Ganz einfach. Und viel zu gerne. So, eigentlich müssten wir jetzt nämlich hier drüben so rein. Und zwar in einem... Das ist 3x3, ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, in dieser Form. So, und da drin haben wir jetzt Treppen eigentlich. Aber auch Clean Stone. Das heißt, es wäre ja so okay, und das könnte man hier so schräg den Stein einsetzen lassen, damit man so sieht, dass es so ein Höhleneingang ist. Und das heißt aber, dass ich hier noch... Also erstmal heißt das natürlich primär, dass ich mich sputen sollte, bevor mir wieder ein Creeper in den Hintern beißt. Weil es ist ja schon wieder düster. Aber irgendwie so... Wäre es das, wäre es dann noch richtig, wenn ich jetzt hier so Cleanstone hätte? Genau. Ne, den habe ich da natürlich nicht, diesen Cleanstone. Ich habe ja noch einen da oben, habe ich Platz. Das heißt, ich könnte hier durchaus eben sowas machen. Das wäre eben gar nicht mal so falsch. Ja, wenn ich jetzt nicht den Cobblestone gegriffen hätte. Aufgrund der ungünstigen Lichtverhältnisse, die hier vorherrschen. So. Vielleicht zischt es wieder hinter mir. So, So, und da müsste man jetzt halt so langsam wieder in die Tiefe oder irgendwo hin halt, wohin uns der Weg auch verschlagen soll. Entsprechend die Richtung einschlagen. So. Ja, irgendwie so. Genau, weil damit sind wir jetzt in dieser Wand drin. Muss man hier mal gucken. Ja, hier geht es wieder runter. Also hier könnten wir dann noch einen Ausguck. Und dann wären wir hier so in dieser Wand. Und müssen wir da nur die halbe Ecke rausreißen, damit wir hier einen schönen Blick rüber haben. Denn das ist auch eine Funke von uns. Hier. Sogar zwei. So. Ja. Nö, das klingt doch nach einem Plan. Ist nur die Frage, wie ich jetzt an das viele Glas rankomme. Vielleicht gehe ich doch rüber. Oder ich, guck mal, dass ich ein paar Endermänner Slayer und dass ich eine Ender-Chest bauen kann. Um das alles hierher zu transferieren, ohne es zu tragen.